Was ist Stärken vor Ort? Das ist natürlich zunächst einmal Förderung. Es ist ein Begleitprogramm im sozialen Bereich zum Bund-Länder-Programmbündel Soziale Stadt. Und dieses Begleitprogramm wird aus Bundesmitteln des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union finanziert. Es geht eben um die schulische, berufliche und soziale Integration von Jugendlichen. Und es geht darum, Frauen, die häufig nach einer Familienphase wieder ins Berufsleben einsteigen wollen, ihnen eben diesen Einstieg zu vereinfachen. Mikroprojekte sind innovative Projekte, die bis zu einer Höhe von 10.000 Euro gefördert werden. Stärken vor Ort setzt dabei auf kleine Initiativen, auf bürgerschaftliches Engagement und die sozialen Träger, die eben vor Ort traditionell vorhanden sind. In regelmäßigen Abständen lädt die Koordinatorin des Förderprogramms Stärken vor Ort, Frau Taudin, zu einem Netzwerktreffen der Mikroprojektträger ein. Das Treffen soll die Vernetzung der Mikroprojektträger untereinander fördern. Es dient der Weitergabe von Informationen zur Projektabwicklung und bietet ebenfalls Raum, um Themenschwerpunkte zu behandeln. Das Netzwerktreffen ist eine Begleitung der Mikroprojektträger als Gruppe, zusätzlich zur individuellen Beratung und Unterstützung der Projektträger. Mein Name ist Petra Herrmann. Ich betreue mit meiner Firma 3 Mikroprojekte, die in Kooperation laufen mit kirchlichen Einrichtungen. Also einmal mit dem Diakonischen Werk hier und andererseits mit der Kirchengemeinde, die hier in Laatzenmitte ihren Sitz hat. Das sind alles 3 Projekte, die sich an Frauen wenden, die in Familiensituationen Unterstützung wünschen und brauchen. Die Teilnehmerinnen, die wir im Augenblick haben, sind fast alles alleinerziehende Frauen. Das eine Projekt, versucht dabei zu helfen, sicher mit dem eigenen Geld umzugehen, also das, was wir an dem Stichwort Finanztraining machen. Das andere ist ein Kochstudio, wir haben das genannt Lecker kochen mit wenig Geld, das etwas andere Kochstudio. Und das dritte läuft in dem Stichwort Alltagsmanagement und geht darum, dass Frauen lernen, ihre eigene Familie als Organisation zu begreifen, die auch gemanagt werden muss. Ja, wir arbeiten ja an der Förderschule. Die Schüler haben einfach Schwierigkeiten mit dem Lernen und es ist ganz wichtig, dass man ganz viel Praxiserfahrung sammeln. Und es geht darum, dass sie später in der Ausbildung einfach bestimmte Schlüsselqualifikationen erhalten. Und das können sie hier einüben, indem sie zum Beispiel eine Zuverlässigkeit, es geht um Pünktlichkeit, es geht um Engagement und hier haben sie einfach die Chance, das schon zu erlernen in der Schule. Seit dem 20. Mai sind wir schon aktiv dabei und bieten 2-mal in der Woche gesundes Frühstück an bei uns in der Schule. Insgesamt haben wir 8 Teilnehmer und wir haben ganz gutes Feedback bekommen bisher von den Lehrern und auch von den Schülern. Immer wieder kommen Anfragen jetzt von neuen Schülern, Frau Allers, wir auch gerne mitmachen, können wir uns auch bewerben. Und also ich merke, dass sie wirklich motiviert sind und Freude daran haben. Mein Name ist David Rick Babu von den UBC Tigers. Wir führen das Projekt Easy Balling We Got Game durch. Dort werden an 5 Tagen in den Herbstferien Schüler aus 3 Hauptschulen zusammenkommen und zusammen Basketball spielen. Joe Asbury, ein amerikanischer Ex-Profi, wird vor Ort sein und die Kinder betreuen, natürlich auch mit Spielern von den Tigers. Wir werden mit ihnen natürlich Basketball spielen, aber das wird, ich sag mal, das Mittel zum Zweck sein. Wir wollen ihnen eine Nachricht übermitteln, dass man das Selbstbewusstsein der Schüler stärken, ihnen Tipps mit auf den Weg geben, ein bisschen Ernährungsberatung und einfach sie motivieren, was aus ihrem Leben sozusagen zu machen. Ja, ich bin Elvira Leder, ich biete das Projekt Theaterwerkstatt und Berufsorientierung an. Wir wollen Bewerbungsunterlagen erstellen am PC. Wir arbeiten mit der Förderschule am Kiefernweg zusammen mit einer 8. Klasse. Das Theater hat mit Berufsorientierung insofern zu tun, dass wir einüben wollen, wie ein Vorstellungsgespräch laufen kann. Dieses wollen wir vorher proben, in kleinen Rollen spielen und das dann auf Video aufnehmen und den Schülerinnen und Schülern hinterher zeigen, damit sie selber sehen können, wie wirke ich, was habe ich gemacht, wie habe ich mich vorgestellt und was könnte ich verbessern. Das Projekt Pravit bedeutet buchstäblich Frauen verwirklichen Träume. In unserem Projekt geht darum, die Frauen erlernen, das Näherwerk. Und das Besondere in unserem Projekt ist, das Projekt wird auch begleitet von Deutschlehrerinnen und die Frauen bekommen Deutschkulturunterricht. Und das heißt, wir diskutieren sehr viel über Politik, Alltagsleben
Und wir können auch unsere Dozentin Fragen stellen und die Dozentin bereitet für uns verschiedene Themen auf. Ja, mein Name ist Bernhard Korte von der Leine-Volkshochschule hier in Laatzen vom Bildungsträger und ich habe den Auftrag, die Mikroprojekte der Leine-Volkshochschule zu koordinieren. Dazu gehören unter anderem das Projekt Kulturstelen. Das wird hier an einer Grundschule durchgeführt. Da geht es darum, die familiären Hintergründe künstlerisch darzustellen. Des Weiteren haben wir hier noch das Projekt Medienkompetenzvermittlung durch internetgestütztes Lernen. Da lernen Hauptschüler mit dem Medium Internet vernünftig umzugehen, sicher sich im Internet zu bewegen. Und das Dritte, was noch nicht erwähnt wurde von dem Projekt der Leine-Volkshochschule, das wäre die Herbstakademie. Das sieht so aus, dass die Schüler für eine Woche an einen anderen Lernort fahren, wo sie verschiedene Angebote bekommen, sich im Auftreten, in der Präsenz zu verbessern. Das Projekt Fit für den Berufsstart läuft in Kooperation mit der Leine-Volkshochschule. 27 Jugendlichen aus der 9. und 10. Klasse haben sich angemeldet und das Projekt läuft im Zentrum für Arbeit und Qualifizierung in 4 Bereichen, EDV und 3 handwerklichen Bereichen. Da soll die Jugendliche eine Berufsorientierung und Berufsfindung ermöglichen mit dem Praxisanteil, dass sie einen Vorgeschmack für den späteren Berufsweg bekommen können.